Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part von Sims 2 der dritten Staffel. Und da sehen wir Melissa und Samira, die im letzten Part sich einen wunderschönen Sonntagmorgen gemacht haben, indem sie hier schon ganz toll Videospiele gespielt haben zusammen, sind jetzt ein bisschen sich am Unterhalten, haben über ihre Hobbys gequatscht und Melissa erklärt ihr gerade, wie der Backofen oben in Samiras Zimmer funktioniert und wie sie da Kuchen backen kann. Ja, unser Pollux war sehr beschäftigt damit, seinen Garten herzurichten hier, einzusprühen und alles, hat leider nicht viel gebracht. Ist halt so. Wir haben viel gesprüht, wir können schon wieder viel sprühen. Dann fangen wir damit auch an. Komm. Wenn es was zum Sprühen gibt, bin ich ja immer glücklich, weil ich versuche ja immer noch, wie ihr wisst, aus ihm einen Pflanzenzim zu machen, ohne ihn jetzt irgendwo hin zu verfrachten oder ohne hier eine Kolonie an Bäumen und Kram zu haben. Wir haben auf jeden Fall schön geerntet. Das ist also auch schon mal gemacht worden. Unseren Pflanzen geht es, soweit ich das sagen kann, ziemlich gut. Bis auf die zwei vielleicht da. Oh, was haben wir hier? Nee. Verklickt. Okay, also gehen wir mal schnell noch hier unsere Bäumchen machen. Ja. Die gießen sich ja auch automatisch. Insofern ist das alles kein Problem. Geerntet haben wir schon. Das heißt, Pollux hat heute den Auftrag, sich hier um die Hecke und so zu kümmern und dieses Unkraut da zu beseitigen. Und dann möchte ich endlich den Gartenverein anrufen und gucken, ne, ob wir da was hinkriegen. Samira bekommt einen Kochenpunkt. Das ist wunderschön. Da macht mal weiter, ihr zwei. Vielleicht geht da ja noch mehr. So, und du sprühst wieder schön. Leider, leider wird das wahrscheinlich wieder nichts helfen. Also wie gesagt, entweder müsste ich hier einen Haufen Bäume und Kram hinstellen, damit das was bringt, oder ja, ich weiß es nicht. So, aber nichtsdestotrotz, jetzt macht er hier weiter. Und zwar Unkraut jäten und beschneiden. Da hast du ganz viel mit zu tun. Müde ist er auch schon, aber das interessiert mich jetzt mal wenig. So, ihr zwei schwatzt hier noch, das ist gut. Ja, du kannst ihr auch ruhig zwei Kochpunkte beibringen. Sie muss auch noch die Physiologie fertig lernen, das hat sie auch noch zu tun. Und Alex ist gerade im Fitnesswahn irgendwie. Der sitzt jetzt schon wieder zum zweiten Mal hier drauf. Du hörst mal wieder auf und telefonierst nochmal mit deiner Sabine. Das hat ja das letzte Mal auch ganz gut geklappt. Ich glaube, wir hatten sie auf 24. Mal gucken, wie hoch wir jetzt sind. Weil da muss noch mehr gehen. Wir wollen die ja auch mal klar machen, die Dame, ne? Also ist ja jetzt nicht für so umsonst. Wir machen das ja alles hier mit Berechnung und Kalkül. Ja, ja. Da ist er. Sie wandert immer ein Stückchen weiter vor. Wo haben wir sie denn jetzt? Da bin ich jetzt mal gespannt, wenn wir mit ihr plaudern. Was zeigt's an? 34, immerhin. Nicht mehr lang, dann können wir die Dame auch mal einladen. Oder wir treffen uns mit der irgendwo. Geht ja dann auch so. Unsere Anna ist dabei, hier wie der Teufel zu zeichnen, wie ihre Tochter da sitzen liest. Und sollte eigentlich sich mal um ihre Bedürfnisse kümmern. Das ist, ja. Bitte einmal hier und einmal das. Und hier bitte die Fische füttern. Ich weiß nicht, ob wir das heute schon gemacht haben. Ich glaube ehrlich gesagt nicht daran. Und dann kannst du hier mal wieder Reste nehmen. So, bist du beschäftigt? Du bist da unten immer noch. Und du hast auch Hunger. Komm, dann hol du dir auch was zu essen, junger Mann. Schnapp dir mal was. Oh, die Dame ist schon fertig mit Putzen und... ich habe ihr kein Trinkgeld und nichts gegeben. Also du bist das, der da hochläuft. Okay. Und Samira hat wieder einen Punkt bekommen. Das ist wunderbar. Oh, guck mal, wie schön er das hier macht. Also Pollux, ich bin sehr stolz auf dich. Das machst du ganz wunderbar. So, jetzt hast du aber genug Kochenpunkte, würde ich sagen. Jetzt würde ich mal meinen, wir bedanken uns nochmal bei der Oma und erzählen ihr dafür auch nochmal einen Witz und reden mit ihr vielleicht nochmal über, warte mal, fragen können wir sie auch was? Wissen. Aber wir können sie sogar fragen über gewisse Dinge. Ach, guck. Wusste ich gar nicht. Okay, dann können wir ja vielleicht mal, nee, Schaukel mich will ich nicht spielen. Eine Runde Händeklatschen spielen und dann geht das kleine Mädel aber auch hoch. Und guckt, dass sie, noch ein bisschen ihr Dings fertig lernt. So, was haben wir denn? Sonntag ist heute, ne?
Was haben wir denn hier Schönes für ein Sonntagessen? Eigentlich nur diesen Fisch. Fischi, Fisch. Ist da was? Teller, ich glaube, da ist nicht mehr viel drauf. Servierplatte. Ja, komm, nimm die Servierplatte da. Husch. Damit du auch genug zu essen hast. Wer ist gerade wo und könnte an ein Telefon? Du, ne? Ach, du bist gerade am Essen. Ja, die Oma geht gleich ans Telefon. Wenn sie mit der Tochter da gespielt hat, kann sie ja mal ans Telefon. Es könnte ja Elmar sein. Es könnte Elmar sein. So, Mäuschen, du hörst jetzt mal bitte auf. Lass mal die Oma ans Telefon gehen. Du könntest noch mal ein bisschen Seilspringen hüpfen. Und dann gehst du oben weiter gucken. Kann ich Gerd sprechen? Ja, von mir aus kannst du Gerd sprechen. Ich weiß nicht, wer du bist, aber du kannst auch Gerd sprechen. So, dann kannst du hier mal weiter lernen. Die Physio? Das ist auch eine tolle Sache. Ach, und du musst dann auch noch mit Lena mal telefonieren. Und so, eigentlich wollte ich die ja mal einladen, ne? Ja, wir kommen hier halt zu gar nichts. Wer ist denn, warte mal. Moment, wer ist jetzt gerade unten am Essen oder wollte was essen? Anna. Anna? Gucke mal, da steht ein Teller. Da kannst du dir was nehmen. Das macht mehr Sinn, als wenn du jetzt auch noch mal da extra was rausholst. So. Du räumst das schon weg. Jawohl. So ist fein. Ah, er möchte jetzt mit Sabine flirten. Ja, fein. Das ist doch genau das, was ich wollte. Ein Ferienhaus kaufen. Ja, das ist so sehr. Nee, eher nicht. Aber mit Sabine flirten. Wo ist denn Gerd eigentlich? Wollte da jemand Gerd sprechen? Oder war es Pollux? Ich weiß es gar nicht. War das Gerd? Gerd ist doch gar nicht da. Oh, jo, klar. Okay, haben wir weggemacht. Alex, du musst noch mal ran an. Ja. Lass mal das Ding aus. Nee, der ist ja gar nicht da. Haben wir falsche Info. War eine falsche Info. Sorry. So, und wir rufen auch noch mal an. Irgendwer kommt. Ah, jetzt wäre er heimgekommen. Okay. Pech gehabt. Ja, so geht's halt nicht. So, wo ist denn Miss Sabine jetzt hingewandert? Da wieder. Okay, ja, das. Ja. Oh, jetzt ist sie nicht da. Okay. Interessant. Gut. Aber immerhin, wir wollen jetzt auch mit ihr flirten. Das ist schon mal gut. Was willst du denn sonst noch so? Ah, sag mal, kann ich mit euch irgendwie. Habt ihr noch. Warte mal. Habt ihr denn noch andere Dinge? Was hast du denn da? Verkaufsorden. Langweilig. Langweilig. Ja, was machst du denn sonst noch so gerne? Kunst und Handarbeit. Fitness. Musik und Tanz. Basteln hast du auch lang nicht mehr gemacht. Ja. Ach, weißt du, wir haben doch dieses wunderschöne Zimmer da oben. Und irgendwie hat da schon lang keiner mehr drin gestanden und irgendwas gebastelt. Wie wär's denn? Wer hat denn hier eigentlich zuletzt was gemacht? Was ist denn das? Ein Kistenklauen wegwerfen? Wie wär's denn, wenn du mal wieder was fertigst? Was kannst du mal? Nur Spielzeugroboter. Das ist doch jetzt nicht wahr, oder? Du kannst nur diese ollen Dinger? Oh ja, dann mach mal ein paar. Auf, hast du was zu tun? Bist du beschäftigt? So, was macht sie? Sie ist am Essen, beziehungsweise räumt das weg. Und dann kann sie auch einen Film gucken, zum Beispiel. Ja. Und ihr Mann könnte mitgucken. Und die Kleine ist noch am Physio lernen, ne? Ja, gut, okay. Ja. Okay. So machen wir das. Was macht Melissa? Melissa. Ja, genau. Was willst denn du machen? Was willst denn du gucken? Film ansehen. Action. Okay, Action ist in Ordnung. Ja, das machen wir. Und ja, du machst mit. Nee, hier, hallo, mitmachen. Mitmachen. Ach, ja, ist doch jetzt egal, was du da für Dinger machst. Und du kommst auch her, machst mit. So, hallo. So, wir gucken als Family mal ein bisschen fern. Action, Fetch. Um die Wetterkontrolle oder was weiß ich, was der macht. Ja. So, wie sieht's denn hier aus? Garten und. Boah, geil. Sieht
gut aus, oder? Haben wir alles gemacht? Es sieht so aus, oder? Was meint ihr? Sieht das jetzt gut aus oder sieht das jetzt gut aus? Ist hier alles schön und sauber und hell und schnuckelig und best of, oder? Was ist mit... Oh, meine Bäume muss ich nochmal angehen. Ich glaube, da ist was zu pflegen. Warte mal, ich guck mal wieder rund. Da ist was zum Einsprühen, das ist schön. Einsprühen lieb ich. Hier kannst du pflegen. Hier musst du reden mit. Nee, das Pflegen habe ich, ja. Mit dem ist gut. Da hast du wunderbare Pflänzchen. Nix zum Sprühen, nix zum Machen. Gut, okay. Die machst du noch und dann rufst du den Gartenverein an. Dann bin ich mal gespannt. Jo, machen wir heute, oder? Das kriegen wir hin. Wie macht man das? Service, ne? Glaube ich, ist das dann. Service? Ich glaube, ja. Wir gucken mal. Wir kriegen das hin. So, und du bist hier mal beschäftigt. Ja, gell? Wozu habe ich denn den ganzen Kram eigentlich immer gekauft? Nähmaschine, Töpferdings, Spielzeugwerkstatt, Roboterkram. Und kein Mensch macht hier mal was. Also, das Zeug vergammelt hier so. Wieso fängst du jetzt an zu schneien? Ich glaube, es hackt. Oh ja, da war doch was. Genau. Gerd muss sich mal melden und Melissa muss sich auch nochmal bei gewissen Leuten melden. Na, wie ist denn der Film gewesen? War er gut? Oh, jetzt habt ihr nichts mehr gesagt. Okay. Gut, dann würde ich sagen, wer fängt denn an? Melissa geht's gerade super. Dann würde ich sagen, Melissa macht mal 1, 2 Anrufe. Oder auch 3. So langsam geht's in Richtung... Wir nehmen mal ein bisschen Abschied von gewissen Leuten. So, du, guter Mann, du könntest dich mal ein bisschen hübsch machen. Ja, oder du kannst aber erstmal mit deiner Mutter, mit deiner Frau diesen Film diskutieren. Wieso geht denn das nicht? Ja, geh erstmal hier hin. Genau, steh mal auf. Und dann, nee, und dann rede mal mit ihr über, ja Gott, was auch immer. Hallo, Mädel, ich will mit dir reden. Ui! Moment, senkt gerade. Und da hat jemand alles Mögliche über seinen Körper gelernt. Das ist doch sehr gut. So, warte mal. So, da wollen wir hin. Ah, Lupo. Ja, Lupo anrufen. Ganz wichtig, mit dem haben wir ja auch noch was vor. Genau. So, du redest mal mit deiner Frau. Warum hänge ich? Wollte gerade sagen. Warum hängt das jetzt? So. Du kannst mit deiner Frau mal quatschen. Und du, Mädel, was willst denn du machen? Lernen, Physiologie. Wo schleppst du jetzt das Buch hin? Ah, okay. Kannst es auch weglegen. Ist in Ordnung. So, und du möchtest dann mal mit Lena was machen und von Melissa rumgeschwungen werden. Eng mit Lena anfreunden, ja. 1+ schreiben ist eine gute Idee. Du hast doch backen gelernt von der Oma, ne? Da, 2 Backpunkte, also 2 Kochpunkte hast du schon. Magst du dir mal so einen Kuchen backen? Hast du Lust? Oder du kannst auch hier noch ein bisschen mit Klötzchen spielen zum Beispiel. Was willst du mit dem Onkel bitten vorzulesen? Nee, der Onkel hat jetzt gerade keine Zeit zum Vorlesen. spiel du mal noch ein bisschen da. Und ja, wir müssen mal gucken. Alt, was machst du? Moment, stopp. Wo bist du? Wo ist er denn? Da steht er und sagt nichts und... Ach Gott, er kann ja gerade nicht, weil Melissa am Telefonieren ist, ne? Ja, dass ihr aber auch keine Telefone habt, ey. Also keine... Oh, warum haben die denn nie ein eigenes Telefon? Das ist so bescheuert. Ich will doch jetzt das Ding anrufen. Er ist müde, der wird nicht besser. Och, guck mal hier, wir gratulieren uns, weil wir Physio können. Blöd. Warte mal, also, pass mal auf. Melissa ist mit einem Grad am Quatschen, glaube ich, mit dem Lupo. Geh du doch mal hier hin, mach mir das. Und wenn sie fertig ist, machen wir deinen Anruf beim Gartenverein noch schnell dazwischen. So, und du solltest doch hochgehen. Jetzt, ne? Ihr habt euch unterhalten, alles gut. Hier und da und, dann kannst du mit deiner Tochter unten mal spielen oder irgend sowas. Ne?
Kannst du alles mal machen. Oder draußen Logik oder so. Ich weiß es noch nicht. Gute Idee, Logik hier üben. Zack. Und du, Mädel, du kannst ein bisschen am Bild weitermalen. Keine Ahnung. Oh, es ist ja auch schon wieder bald fertig. Hier, zack. So, bist du auch beschäftigt? Und er hier ist. Wo ist er? Nee, wir lassen das jetzt mal kurz. Stopp. Wo bist denn du? Wo bist du? Ach, du bist ja da. Stimmt. Hab dich ja zum Roboter verdonnert. So, Omi, setz dich mal kurz hin. Und ist da eigentlich noch an? Nö, ne? Doch! Oh. Ja, dann guck da. Fern. Ist in Ordnung. Guck fern. Weil Pollux muss jetzt mal schnell Dings anrufen. Anrufen, Service war das, glaube ich. So, ich möchte jetzt wissen, ob wir den Gartenverein anrufen können. Warte, halt, stopp mal. Da ist ja was. Was steht denn da? Dein Sim hat hart in seinem Garten gearbeitet und möchte nun dem Garten aber Verein beitreten. Klicke dazu auf das Telefon, wähle Service Gartenverein. Je schöner der Garten deines Sim ist, desto besser stehen die Chancen, in dem Verein aufgenommen zu werden. Okay, gut, gucken wir mal, ob das klappt. Na, Daumen drücken. Wir wollen in den Gartenverein. Da. Gartenverein. Ah, das Bild ist fertig. Okay, ja, wir wollen. Du hast den Gartenverein erreicht. Wenn du möchtest, schicken wir noch heute einen Vertreter vom Gartenverein bei dir vorbei. Ja, bitte. Es wird zwar auch schon wieder gleich dunkel, aber ich denke, da sieht man genug, ne? Sehr schön, ja. So, dann kannst du mal mit deiner Mama mitmachen, irgendwie hier so lange, bis der Gartenverein da ist. Und wir gucken mal hier oben, was hast du denn gemalt? Da, ein Bild von unserer Kleinen. Ist das nicht süß? Ich finde, das müsste doch farblich eigentlich wunderbar bei euch reinpassen. Edededä, ich sehe doch da einen Platz. Guck du mal. Oh, das Bild der Tochter überm Bett, oder? Das ist schön, ja. Und das müssen wir in Schwarz rahmen. Ja, perfekt. Das passt doch farblich 1A, oder? Wie sie da auf ihrem Bärchen sitzt und liest. Das ist so süß. Ja. Ach, herrlich. Ich finde das schön. Ich finde das schön. So. Du kannst jetzt. Was willst du denn eigentlich da drin machen, Mädel? Du könntest was mit deiner Tochter machen. Irgendwie. Keine Ahnung. Ach, mach, was er wollt. Ich bin jetzt gespannt, was mit Pollux ist in dem Gartenverein. Das interessiert. Nein, 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 nein. Nicht weglaufen. Nicht weglaufen. Ha, guck mal, da kommt jemand. Da kommt jemand. Da ist doch einer. Ist das so ein Mensch vom Gartenverein? Silvia Zenker. Ich glaube, die gehört dahin. Komm mal hier raus, Junge. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Ich will das wenigstens in der Folge heute noch unterbringen, Mensch. Ah, alle anderen sind mir jetzt mal egal. Komm, begrüß die. Die begrüßen wir. Ich glaube, die ist vom Gartenverein. Guten Tag, gnädige Frau. Sind Sie vom Gartenverein? Oder nicht? Boulevard. Das ist Jacques. Gilbert Jacques. Der ist nicht vom Gartenverein, das weiß ich. Hallo? Was macht die denn im Haus jetzt? Warum will. Mach mal mit Gerd hier mit. Muss man nicht die Leute rumführen und die gucken sich den Garten an oder so? Wo ist denn die jetzt hin, die Dame? Hilfe! Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Wie geschickt. Die spielt hier! Ist sie doch nicht im Gartenverein? Woher weiß ich denn, wer der Mensch aus dem Gartenverein ist? Muss ich mir irgendwas mit der machen? Hab doch keine Ahnung, Leute. Ich hab doch keine Ahnung. Muss ich mit der irgendwas machen? Moment. Gartenverein technisch. Ha! Mitgliedschaft beantragen. Ja, komm. Dann geh und beantrag die Mitgliedschaft. Ich werde nicht mehr, Leute. Ich werde nicht mehr. Was sagt denn meine Uhr? Ich bin ein bisschen spät dran heute mit allem. Eigentlich ist gleich Feierabend. Komm, los jetzt. Mach mal.
Viel mehr Zeit habe ich nicht. Geh und kümmere dich um die Dame. Och, ich dachte, die hat dann irgendwie beim Kopf schweben. Ich bin vom Gartenverein. Hier, red mit mir. Mach irgendwas. Geht die da rein und spielt Bowling? Ich glaube, ich meine, wenn wir davon Zusatzpunkte kriegen dadurch, ist mir das auch recht. Aber, ja, so war es nicht gedacht. Komm, Pollux, jetzt auf, beeil dich. Du willst in den Gartenverein. Hopp, 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 hopp. Geh, renn mal. Warum hast du eigentlich dauernd Mantel und Ohrschützer an? Oh, kriegt sie jetzt gerade einen Herzinfarkt? Gartenverein Mitgliedschaft beantragen. Komm, sie ist traurig, weil sie nicht getroffen hat. Okay. Ja, das ist uninteressant. Du sollst ja nicht hier unten Bowling spielen. Du sollst ja meinen Garten betrachten. Also, los, Tussi. Was ist angesagt? Ich möchte in den Gartenverein. Du musst den Garten betrachten. Was macht die denn jetzt? Jetzt telefoniert sie. Ich weiß, dass du Durst hast. Jetzt warte doch mal. Komm mal hierher. Ah, okay, warte, was? Wir werden deinen Garten ganz genau unter die Lupe nehmen, bevor wir dir eine Mitgliedschaft im Gartenverein anbieten. Hoffentlich hast du hart gearbeitet. Wir haben sowas von hart gearbeitet, das kannst du aber glauben. So, und weil wir natürlich wissen wollen, wie das Ganze ausgeht, gönnen wir uns jetzt einfach mal ein Espresso, damit der Mann nicht gleich tot umfällt. Hm, er hat den Wunsch, eine maximale Begeisterung für die Natur. Ah, okay, ja, da fehlt auch nicht mal allzu viel. So, jetzt beachte ich jetzt mal die Dame da. Kommen da noch mehr? Vom Gartenverein? Ah ja, hier ist noch einer. Angelo Langer. Ah, und da steht auch einer und notiert sich was. Leute, die sind wirklich da und notieren sich was. Hm, okay, was sagt die? Silvana? Hm? Oh, warte. Dem Gartenverein gefällt es, wenn du in deinem Garten Gegenstände hast, die deinen Pflanzen gut tun oder ihn anderweitig verschönern. Ein Brunnen ist eine zauberhafte Bereicherung für jeden Garten. Wir haben einen Brunnen. Also du stehst direkt davor. Also Mädel, ne? Bitte, wir haben diesen Brunnen. Halt hier, nicht wegrollen. Bitte, bitte, bitte. Ich habe einen Brunnen. Ah, schon mal erfüllt, guck mal. Und was hat der da zu bemängeln? Gartenzwerg haben wir auch. Guck, ganz... ganz altmodisch. Gartenzwerg ist auch vertreten. Hm. Und Blumen. Also so Gesteck. Ich habe keine normalen Blumen. Ob das was macht? Wir haben Komposter. Genau. Komposter hat er wahrgenommen. Und eine Hecke. Die ist auch schön gepflegt. Die wurde gerade erst gestutzt. Also bitte, ne? Wie sie sich immer Notizen machen da. Oh komm, bitte, bitte, bitte. Wir kriegen heute unseren Gartenverein, ja? Kriegen wir das? Hm. Müssen wir mit den Leuten reden? Oh, warte. Alles in allem ist diese Pflanze in einem erbärmlichen Zustand. Oh. Mein Urteil. Kränklich und schlechte Qualität. Ein erbärmlicher Anblick. Ah, das nenne ich gute Pflege. Nur ausreichend... Ah, das nenne ich gute Pflege. Nur ausreichend bewässerte Pflanzen sind glückliche Pflanzen. Igitt, hier wimmelt es ja von Ungeziefer. Was macht die Frau? Hilfe, Leute! Wir werden auseinandergenommen. Ah, ich hätte noch mal gucken müssen. Ja, ach Gott, du hättest noch mal hier viel sprühen müssen. Ach Gott, nee, jetzt habe ich natürlich vorher nicht mehr geguckt. Ich dachte, die macht uns gerade voll nieder. Hier, komm, hör mal auf zu suffeln und komm raus. Ach Gott, und unsere Kleine, die macht einen Mechanikpunkt nach dem anderen, weil ich ihr da gesagt habe, sie soll Mechanik trainieren. Geh ins Bett, Kind, du musst morgen an die Schule. So, was haben wir denn da? Alles in allem scheint eine schöne Pflanze. Schöne und gesunde Pflanze. Ah, sehr schön. Sie hat eine andere Pflanze gefunden. So, sag mal, welche? Die da? Die da ist hübsch. Ja, guck. Die ist sehr, sehr hübsch. Eine schöne und gesunde Pflanze. Gute Arbeit. Mein Gesamturteil. Welch Freude, eine solch gesunde und hochwertige Pflanze zu sehen. Ah, das nenne ich gute Pflege. Nur ausreichend bewässerte Pflanzen sind glückliche Pflanzen. Keine Insekten in Sicht. Bravo. Ja. Schön. Weiter so. Weiter so. Weiter so. Kommt, mehr solche Pflanzen. Und sie schreibt wieder. Hilfe, Hilfe. Kind, geh ins Bett. Ich kann gerade nicht. Oh Gott, jetzt guckt sie da bei den Bäumen und was weiß ich wo. Ich bin zu weit oben. Geh doch mal runter. Wo ist sie denn? Oh wei. Wieder eine Pflanze. Ein Baum diesmal. Jetzt hat sie es mit dem Baum. Alles in allem eine gute Pflanze. Erbärmlicher Zustand. Oh Gott, nein. Der Anblick dieses kranken Obstbaums
mit minderwertigen Früchten ist äußerst deprimierend. Ach, das nenne ich gute Pflege. Keine Insekten in Sicht. Bravo. Da nochmal gesunder Baum. Gute Pflege. Jawohl. Aha. Pollux, hast du schon gegossen? Ich meine gesprüht? Ja, hallo, komm doch mal her, Mensch. Die gucken alle die gleichen Sachen an. Du musst diese Pflanzensachen dann auch ne, wegtun, irgendwie. Nichts mehr mit... Gut. Gibt's hier noch was, wo ich sprühen müsste? Nee, nee. Ach Gott. Es ist aber auch schwierig mit euch hier. Ich habe keine Zeit. Ich bin total über mit meiner Zeit und Aufnahme. Ach, ja, komm. Bade, wo auch immer du baden willst, ist mir jetzt wurscht. Wie lange geht das noch, diese Begutachtung von dem Garten hier? Wie lange machen die das? Also ich lese jetzt nicht jedes Ding vor. Oh, da. Ab. Oh Gott. Hilfe. Es muss noch einiges verbessert werden. Aber wir erlauben dir trotzdem, Mitglied des Gartenvereins zu werden. Herzlichen Glückwunsch. Einige Anmerkungen. Du solltest deinen Garten vergrößern. Oder ihn besser unterhalten. Du solltest deinen Garten noch ein wenig dekorativer gestalten. Dein Garten ist sehr sauber und gut unterhalten. Sehr schön, dass ihr euch in den Argumenten selbst widersprecht, aber wunderbar. Wir haben es geschafft. Juhu! Pollux, du bist im Gartenverein. Freu dich! Ja, sehr schön. Ja, erstmal ab in die Wanne jetzt, ne? Aber gut, wir haben es geschafft. Ich bin... Oh, Begeisterung, Begeisterung. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Er muss jetzt erstmal baden. Der Wunsch ist weg. Was will er denn noch? Marienkäferhaus kaufen? Nein, dann kriegst du ja nichts mehr zum Sprühen. Dann brauche ich ja nicht mehr sprühen. Das kriegst du nicht, das Ding. Maximale Begeisterung für Garten. Ja, machen wir mal. Natur und Zeug und Wissenschaft bleibt aber auch. Gut, dann war's das aber jetzt auch. Ich muss hier leider den Break machen, ziemlich abrupt, weil ich wirklich keine Zeit mehr habe. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr fandet es genauso interessant und spannend wie ich und freut euch genauso sehr, dass wir es geschafft haben, Mitglied zu werden. Und mal gucken, vielleicht verbessern wir unseren Garten wirklich irgendwann noch ein bisschen. Aber ich bin erstmal mehr als zufrieden, dass wir es überhaupt geschafft haben. So, dann macht's gut, bis zum nächsten Mal. Nächste Folge sind wir dann auch ausnahmsweise mal wieder bei Serva, Servo und Anton unterwegs. Da waren wir jetzt lange nicht mehr und da möchte ich auch mal wieder reinschauen. Und ja, also bis dahin, macht es gut. Tschüss!